Ja, hallo zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Army Man. Heute am 1.3. um kurz nach 7 in der Früh. Ja, deswegen meine Stimme noch ein bisschen. Nur hier mal den PC ein bisschen leiser machen. meine Stimme noch ein bisschen vielleicht verpennt, aber halb so wild. Sollte reichen für das, was wir hier vorhaben. Ich habe ein bisschen an der Steuerung rumgefummelt. Wie besprochen. Und wir gucken mal, ob wir das hier in der Mission jetzt hinkriegen. Ich weiß auch nicht, wie ich die Steuerung umstelle. Also ich habe zwar jetzt ein Profil erstellt. Ich weiß nicht, wie ich das Profil wechsle, aber das kriegen wir schon bestimmt irgendwie hin. Vielleicht. Mal sehen. Okay, Sarge. Succeed with this operation, the payoff will be big. Rendezvous with a squad and a half track at Sector A6. There will be further orders when you get there. HQ out. Okay, A6. Man sieht auch schon auf der Karte, unten links haben wir so ein paar grüne Mopeds und... Oh, es funktioniert. Oh, ich liebe dich. Oh, es ist toll. Es ist toll. Weil vorher war natürlich blöd mit den Nummernpads. Die waren so weit auseinander, oder das Nummernpad ist so weit auseinander, wenn man das einfach mal... Ich brauche eigentlich ein automatisches Maschinengewehr. Ich habe ein automatisches... Scheiße! Ich bin tot. Okay. Entschuldigung. Nee, weil Waffenwechsel ist natürlich oben links, also 1, 2, 3, ne? Und das Nummernpad ist ungefähr am anderen Ende der Welt quasi. Und da kann man mal nicht eben laufen und während man abhaut, die Waffe wechseln, um sich umzudrehen. Das hat hervorragend funktioniert. Super Einstand. Aber es ist auf jeden Fall trotzdem schon mal echt ein riesen Fortschritt. Einfach ein bisschen die Stürme umzumogeln. Ich finde es schade, dass man nicht schießen und laufen kann. Ich habe zumindest noch keine Möglichkeit gesehen. Und irgendwo ist ein Panzerfaust-Junkie. Oder aber... Es kann auch sein, dass da ein Panzer ist. Also wir beides Käse. Da habe ich überhaupt Minen und einen Mörser. Ja, Mörser ist natürlich geil. Wir könnten mal so ein bisschen... Was ist da? F5? Nein, nein. F5 habe ich gesagt. Ah, da. Ich habe falsch gedrückt. Nee, da ist aber keiner. Okay. Da weiß ich nicht, was ich mir gerade... Ach komm, halt die Klappe. Nein, ich möchte nicht. Nein! Ich habe Rechtsklick gemacht. Aber du bist doch scheiße. Du bist doch scheiße. Ah, okay. Keine Ahnung, wie ich das dann abbrechen würde, aber ich habe jetzt wenigstens einen Weg hier reingefunden. Ist ja auch schon mal nicht verkehrt. So, jetzt lauf rein. Das macht er sogar, das ist schön. Ja, man muss ja nicht unbedingt alles kaputt machen, was da ist. Wobei, da war Panzerfaust, ne? Andererseits, Mörser ist auch geil. Funktioniert eigentlich auch immer super gegen Panzer. Ich habe ein bisschen Angst. Ah, guck mal, hier kann man raus. Super. Oder zumindest durch. Es ist echt zu ruhig gerade. Well, can't carry that. Loaded already. Mal kurz überlegen. Zack. Passt das? Well, nein. Oh, war das geil. Oder? Ich fand ihn geil. Kommt her, ihr Schweine. Hier ist nichts passiert. Nee, nee. Ja, komm mal her. Sauber. Mein Gott. Das war doch mal echt okay. Meins. So, jetzt sind wir gleich schon bei unserem Squad. So, guten Tag. Oh, wir haben sogar ein Fahrzeug. Geil. Sarge, make sure these men arrive at the bank safely. They know where to go. You make sure no one stops them. HQ out. Ja, das ist... Ah! Der hat mich überfahren! Okay. Wie geil ist das denn? Ich wusste gar nicht, dass die da so doof sind. Einfach denken, ja, ich fahr jetzt einfach mal dahin. Ist mir egal, ob du da stehst oder nicht. Aber ich bin, ne? Trotzdem da. Okay, Sarge. Succeed. Nein! Jetzt ernsthaft? Da war doch wohl ein Speicher. Unglaublich dreist. Okay. Schnauze. So. Gut, dann gehen wir jetzt halt im Schlecht mal doch den offiziellen Weg entlang. Wo war das Gerät, was mich abschießen wollte? Was war das für ein Geräusch? Hat mir nicht so gut gefallen, muss ich sagen. kommt gleich eh wieder ein Panzer und sowas. Weil irgendwas hat mich ja beim ersten Versuch mit irgendeiner Rakete abgeschossen. Oder zumindest versucht.
Und das war eigentlich nicht so nice. Das hat mir nicht so gut gefallen, Didi. Wie komme ich hinter diesen... Lauf! Lauf! Was soll ich denn tun? Okay, aber... Ach, keine Ahnung. Ich weiß es doch auch nicht. Wie machen wir es da am besten? Weil ich brauche... Eigentlich brauche ich eine Panzerfaust. Da führt kein Weg dran vorbei. Weil, wir gehören halt umzueiern, wenn ich von einem Panzer verfolgt werde, solange ich dann noch drei Mauern habe oder dazwischen habe, wie beim ersten Versuch, ist es in Ordnung. Aber... Komm, verreck. Ja, aber gerade sagen, das ist jetzt halb so wild, dass ich jetzt hier Energie verliere, ist hier direkt Panzerung. Schnauze. So. Weil, genau, da unten war nämlich eine Bazooka. Schon gerne haben. So, dann schmeißen wir... Oh! Oh! Ja, okay. Boom! So. War es derjenige? Welche? Wollen wir die auch direkt mal kaputt machen? Na gut, einen haben wir getroffen. Ist ja schon mal was. Das zweite kommt jetzt hier durch die Ecke. Da haben wir auch nochmal richtig schön. Ey, sag mal. Also von der Perspektive her, da gab es aber auch schon mal optimalere Möglichkeiten, oder? Oh, Alter, aber ich muss gleich echt einen Wagen eskortieren. Boah. Das finde ich uncool. Ich muss aber kurz das Headset etwas richten. That'll take the sting off it. So, okay. Hier wird das schon mal. Ich glaube, das dürfte jetzt eigentlich alles gewesen sein. Ich dürfte jetzt eigentlich von der reinen Theorie her wieder problemlos nach unten durch können. Wenn das überhaupt die beiden Mopeds waren, die ich vorher auch gesehen habe. Und auch der Panzer. Ich weiß es ja nicht. Die sich eben auslegen, ihren kranken Köpfen. So, aber ich habe noch... Was ist denn nochmal hier das F7-Gedöns? Das ist... Achso, da wird mir angezeigt, wo die ganzen... So viel zum Thema, ne? Nein! Ich hab gegen die Mauer geschossen. Ich geh kaputt. Ja, und sonst alles im grünen Bereich. Scheiße, ey. Okay, Sarge. Succeed with this operation, the payoff will be big. Rendezvous with the squad and a half track is. Brauche erstmal einen Schluck Kaffee. There will be further orders when you get there. Achso, ich habe jetzt übrigens eine klassische WASD-Steuerung gemacht, ne? Und hier auf den Knöpfen, die daneben sind, kann ich mich rollen, wenn ich Lust habe. Aber ich nutze das sowieso nicht. Geht mir aus dem Weg! Oh, ich habe echt wenig Energie verloren. Dafür, dass ich jetzt einfach nur hier reingerannt bin und eigentlich nichts gemacht habe. Aber ich habe auf jeden Fall verstanden, ich muss echt aufpassen. Mit meinem Eismörser. So, steht der Panzer da noch? Bullseye. Ja, der Rest kann ich machen. Es ist ja auch die Frage, ob ich nicht erstmal hier noch ein bisschen was freischaufeln soll, bevor ich zu dem Konvoi gehe. Das ist ja kein Konvoi. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Dennis, wenn du dich kniest, dann treffen die dich viel schlechter. Mag sein. Ist mir aber gerade egal. So. Ja. Ich bin schon auf dem Weg, hier etwas zu finden. Okay, das ist jetzt natürlich mega scheiße. Jetzt habe ich vielleicht ein kleines Problem. Dupdi-dupdi-du. Okay. Alter, schnell hier rein. Okay, wo ist er? Erstmal nur zum Gucken. Aha. Hm. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? So, ich denke mal, hier könnte ich vielleicht sicher sein, so halbwegs.
von der Reichweite her dürfte das auch reichen. Ha! Es macht schon Bock, ne? Ich weiß auch nicht. Das ist halt so. Ich kann mir jetzt auch leider ohne weiteres nicht unbedingt Energie mal eben so zusammenklauen, weil, ich würde gerne nach oben gehen, aber da ist ein Panzer, der fährt den ganzen Tag hin und her. So ungern ich ihn auch hab, er ist trotzdem stärker als ich. Okay. Oh fuck, da muss jemand. Wo ist der Panzergrad? Wo ist der Panzergrad? Da ist ein Panzergrad. Leningrad. Okay, das heißt erstmal das Männchen unten kaputt machen. Okay. Wie viele Panzer hier aber auch chillen, ne? Es hat nicht funktioniert. Okay, nächster Versuch. Na. Ja, sauber. Komm, dann wagen wir nochmal einen Versuch, uns das zweite Energiekästchen umzuholen. Im Norden. Ich habe so viel hier zerstört. So langsam dürfen hier keine Panzer mehr leben. Ich hoffe es zumindest. I hope. So. Energie. Das war, glaube ich, auch gar nicht mal so schlecht, weil wenn ich gleich wirklich meine Leute hier eskortieren muss. Warum? Warum? Ich bin aber auch doof ein bisschen, ne? So manchmal. Angst vor dem Häuschen. Warum bleibst du stehen? Scheiße. Meine Deckung ist weg. Boah! Entschuldigung. Alter. Eieieiei. Boah, es ist zu hart für mich, das Spiel. mein Puls. Nee, ich habe mir nur gedacht, weil ich habe doch Minen. Ich hätte doch hier einfach überhin flanschen können. Und dann wäre das Ding vielleicht irgendwann mal da reingefahren. Aber hey, egal, komm. Wir haben es so gut wie... Also heißt so gut wie geschafft, will ich jetzt nicht sagen, aber wir gehen ja nochmal auf 8, ne? Ich würde jetzt lieber schon die Panzerfaust mitnehmen. Ah, a Bazooka. Bazooka. Bazinga. Jetzt ist nur das Problem. Ich kriege damit einen Panzerblatt wahrscheinlich, ne? So ziemlich genau. Ich muss aufpassen, dass die Penner mich gleich nicht wieder überfahren. Ah, da ist noch eine Bazooka-Munition. Und noch mehr Minen. Well, can't carry that. Loaded already. Jetzt ernsthaft? Das ist echt traurig. Ah, warte mal, da. Ich sehe da was. Ich habe ja gerade was gesehen. Hat er einen Flammenwerfer in der Hand? Das sieht jetzt nicht nach einem normalen Gewehr aus, was die hier haben. Wenn wir die Panzer-Eskorte. Bleib stehen! Dankeschön. Ich weiß es. Holy shit. Nein. Lalalala. It's a motherfucking G-O-double-G. Mann, wieso stirbst du denn nicht einfach? Mann, oh. Ey, es ist doch nicht zu fassen. Oh, alter Vater. Was ist das für eine Mission? Warum muss ich immer so lange laden? Wir sind ja auf PC. Oh, ich mach das so schön. Ich hab halt eigentlich das Ziel gehabt, auf jeden Fall die Wüstenmission heute abzuschließen, ne? Mal sehen. Oh, ist das schwer, das Spiel, ey. Meine Herren. Tötet euch alle. Wenn nicht jetzt, dann später. Hier, guck mal. Ja, genau. Aber ganz am Minen kannst du ruhig hinlegen. Einmal gar keine Bauchschmerzen mit. Einfach so zwei Stück. Keine Ahnung, ob es was bringt oder nicht. So, das Panzerchen können wir mal schon mal kaputt machen. Lei. War super gezielt von mir. Das hat bisher jetzt auch nicht ausgereicht. Hey, selbst schuld. Das weiß ich natürlich nicht, wie lang oder doch eigentlich wie viele
Uiuiui, Minen, die Viecher aushalten können jeweils. Scheiße. Also treffe ich dich jetzt oder? Ich bin da jetzt gerade nicht so ganz im Klaren drüber. So, ihr Penner. War hier nicht auch noch irgendwo? Ja, da war einer. Quack. Lass mich in Ruhe. Ja, keine Chance. Fuck you, echt, ey. Meine Herren. Lalalala. Also, wie viele Panzer gibt's denn hier jetzt? Also, auf jeden Fall den oben. Einen, der mir am Anfang die ganze Zeit auf den Sack geht. Die Panzerfaustung ist echt scheiße. Kann ich nicht anders sagen. Was bringt mir, wenn ich drei Schuss hab, ne? Und um einen Panzer zu töten, brauche ich drei Schuss. Da habe ich super viel von, wenn ich eine Panzerfaust finde. Also mindestens drei Schuss, muss man dazu sagen. Ich sag mal, die Männchen, die kriege ich jetzt gut niedergemäht alle, ne? Also sieht zumindest so aus. Ach, leck mich doch am Arsch. Ich, ey, weißt du das? Geh mir nicht auf die Zwiebel. Leg das Kackding einfach hin und Gullis. So. Flupp. Mein Gott. Du bist aber empfindlich mit deiner Trefferzone, ne? So, danke. Himmel, Arsch. Ach was, ich darf doch da durchlaufen. Fuck, ich kam da nicht zwischen. Mein Gott, ey. Oh. Das Problem ist, dass die Gegner echt nicht dumm sind, ne? Also wenn die im Panzer sitzen und die sehen, oh, guck mal, wer da kommt, ist das nicht der Dennis? Dann versuchen die mich zu überfahren. Und das ist scheiße. Ich werde nicht gerne überfahren. Also das ist super clever, weil das Überfahren auch mega effektiv zu sein scheint. Haben wir ja schon gesehen beim LKW. Ja, that'll take that sting off it. Leck mich am Arsch. So, da guckst du nämlich blöd, ne? Blöd nur, dass ich jetzt auch schon Medipack eingesammelt habe, was so gar nicht geplant war. Aber hey, ein bisschen Schwund ist ja immer. Ja, der Mörser, der avanciert sich so langsam zu meiner Lieblingswaffe. Weil der ist echt mega stark. Der hat eine geile Reichweite. Wo waren die Männchen? Schon genau gesehen! Scheiße, ich keinen Nahkampfangriff habe. So. Das heißt, wie viel haben wir, was haben wir denn jetzt noch? Jetzt haben wir auf der rechten Seite nochmal einen anderen Panzer. Ich könnte eigentlich schon mal versuchen, hier weitgehend alles so weit freizuräumen. Hallo? Wie ist die Obi abgestellt und nicht abgeholt? Oder wie heißt das? So. Na, ihr down! War da nicht noch irgendwo eine Mörser-Moppet zum Einsammeln? Ich hab dann eigentlich echt lieber, tausendmal lieber einen Mörser, als ja diesen verkackten Bazooka, die nichts kann. Wir holen uns gleich Energie. Ich wollte gerade sagen, aber den kriegst du noch platt. So, ich werde gleich mal mein erstes Weaken-Gedöns mal einsetzen. Weil vielleicht kann man auf der Map ja auch schon erkennen, was welche Einheit ist. Also vielleicht gibt es da nochmal so große braune Punkte. Und das ist aber auch echt unpraktisch, dass wir in der Wüste anfangen, wo eh alles so einen leichten braunen Ton hat, ne? Das heißt, die braunen Einheiten auf der Map unten rechts, die sieht man gar nicht. Wahrscheinlich. Oder nur sehr, sehr schlecht. Ach ja, so. Aber da gehen wir mal rechts runter. Schwächst das nicht. Ich muss mal eigentlich mal merken, wo hier Ressourcen sind, echt. Ich habe da hier so ein tolles, ja, Koordinatenkreuz, ne? Wo halt, andere Leute nennen das auch Karte. Wo man das ja eigentlich sehr gut sich merken könnte. Wo jetzt vielleicht nochmal was ist. So ein Mörser oder sowas, die ich ja schon mal gesucht habe gerade. Guten Tag. Fuck. Fuck. Bleib doch mal geschmeidig. Eieieiei. Okay. Wie sieht's denn aus? Scheiße, schaffe ich das? This is Sarge. I need an airstrike. Over. Ich habe Angst. Ich habe echt Angst, weil. Nein, ich wollte doch.
Naja, gut. Vielleicht komme ich dann jetzt dafür mit meinem Mörser durch. Alter, verzogen am Ende. War mein Fehler. Ist okay. So, okay. Ja, ich habe beim Airstrike habe ich gerade die Leertaste gedrückt. War nicht so eine gute Idee. So, okay, dann holen wir jetzt erstmal nochmal Energie zurück. Da werden wahrscheinlich eh neue Sachen spawnen, sobald ich mit meinem LKW da lang fahre. Aber zumindest alles das, was jetzt schon da ist, das kann ich ja vielleicht schon mal wegmachen. Und die Mucke macht mich auch wahnsinnig. Schöne, dezente Militärmucke. Boah.